schwer kann es sein? Ich meine, er muss uns doch nur erschießen, mehr nicht. Ich frage mich auch gerade, in welchem Kapitel haben wir so viele Sympathiepunkte gesammelt? Da, wo wir ihn gesucht haben? Oder. Also, wo wir ihn aufgelesen haben? Oder wo haben wir so viele Sympathiepunkte gekriegt? Ich weiß es nicht. Schöne Aussicht, hm? Ich war sehr oft hier. Früher. Sie sollten aufhören zu trinken, Lieutenant. Es könnte Ihrer Gesundheit erheblich schaden. Genau darum geht's doch. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Nur wenn sie so programmiert worden sind. Da steht ein Foto von einem Kind auf ihrem Küchentisch. Das ist ihr Sohn, richtig? Ja. Sein Name war Cole. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Ich bin echt überfragt. Ich gehe die ganze Zeit durch, wo ich einen Fehler gemacht habe, dass er uns doch so gerne hat. Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Sie können Emotionen simulieren, aber es sind Maschinen. Und Maschinen fühlen überhaupt nichts. Was ist mit dir, Connor? Ich muss ihn halt so feindselig bringen. Ich habe aber keine Ahnung, wie. Aber was bist du wirklich? Ich bin eine Maschine. Ich führe bestimmte Aufgaben aus. Ich weiß, warum ich existiere und wer mich baute. Ich habe einen Grund zu leben. Das ist wohl der Unterschied zwischen uns, Lieutenant. Hast du was gefühlt, als du die Mädchen erschossen hast? Du verschissener Bastard! Oder hast du einfach nur so ein Programm ausgeführt? Ich habe nur zwei Maschinen neutralisiert, Lieutenant. Ich zögerte keine Sekunde. Wenn Sie darauf hinaus wollen. Ich kann dich töten. Und dann kommst du wieder als 404-Preview ist ein Küchlein. Dankeschön für deinen Follow. Vielen, vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen. Sie sollten das nicht tun, Lieutenant. Mich zu zerstören würde den Fortgang der Untersuchung gefährden. Und sich negativ auf Ihre persönliche Situation auswirken. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Hm? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Wo kommt Ihre ganze Wut her, Lieutenant? Ein ungelöstes Trauma von früher? Du hältst dich für so verdammt schlau.
Immer ein Schritt voraus, ha? Dann sag mal, Klugscheißer. Woher weiß ich, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch was nicht. Ich weiß nicht, habe ich jetzt geschafft, logisch zu bleiben? Wo wollen Sie hin? Noch mehr trinken. Ich muss nachdenken. Habe ich jetzt wenigstens den letzten Weg da oben freigeschaltet? Ja, okay. Das heißt, ich muss das nur hinkriegen, dass er uns hasst. Das ist das Einzige, was noch offen ist.